Ich begrüße euch zu Rail Talks, ihr Lieben. Wir sind heute direkt wieder in Berlin live für euch da, für alle Interessierten an der Schiene und die, die es werden wollen. Und unser Thema heute, das bricht alle Rekorde und das ist das, was momentan wirklich jeden interessiert. Es geht um künstliche Intelligenz und so heißt unser Thema heute BART goes Rail. Wie können moderne KI-Modelle das Asset Management auf der Schiene revolutionieren? Und ich habe natürlich wie immer spannende Gäste bei mir, aber ihr sollt heute auch mitmachen können, denn es gibt eine Rekordzahl von Anmeldungen auch hier im Stream und deshalb wollen wir euch natürlich ermöglichen, auch Fragen zu stellen. Und da gibt es unser Slido, bei dem ihr euch anmelden könnt und bei dem ihr mitmachen könnt, eure Fragen hier direkt zu uns in die Sendung gebt und die werden wir dann nachher beantworten. Und ich sage euch jetzt auch an dieser Stelle schon mal, wer hier alles auf dem Panel ist. Natürlich begrüße ich euch auch alle hier direkt im Raum. Also wer mal Lust hat von euch, der kann auch mal in Berlin dabei sein. Aber erstmal euch herzlich willkommen und schön, dass ihr alle dabei seid. Jetzt geht's ans Panel. Und ich begrüße ganz herzlich Steffen Bobzin, er ist Vice President Locomotives und Passenger Coaches bei der Siemens Mobility. Und einen Applaus. Wir haben Nikolaus Stein, er ist bei der Railpool GmbH. Schön, dass du da bist. Andreas Schaller neben ihm ist CEO der Boom Software AG. Herzlich willkommen. Thorsten Dittmer ist seit dem Frühjahr 2023 Leiter der AI Factory bei der Deutschen Bahn. Da sind wir natürlich ganz gespannt, was man da so genau macht. Herzlich willkommen. Und Markus Kröger ist Gründer der ABB E-Mobility Digital Venture GmbH mit Sitz in Berlin. Schön, dass du da bist. Ja, natürlich gilt auch für euch hier im Raum. Wir machen nachher unsere Fragestunde auf und ihr seid dann auch mit dabei und könnt euch schon mal überlegen, welche wichtigen Fragen ihr nachher noch stellen wollt. Aber wir wollen erstmal die Runde loslegen hier mit einer Frage. Wir reden alle über KI und BART ist ja das eine System. Wir haben ChatGPT, also die sogenannte generative KI, die jetzt in aller Munde ist. Tatsächlich gibt es ja künstliche Intelligenz und diese Systeme doch schon eine ganze Weile. Vielleicht gehen wir mal eine Runde durch und ihr sagt alle in eurem Umfeld, in eurer Firma, in eurem beruflichen Umfeld, wie ihr denn KI schon nutzt. Wir fangen mal an mit dir, Steffen. Na gut, also ich leite ja das Geschäft für Lokomotiven und Reisezugwagen und da dreht es sich im wesentlichen Fall natürlich um die operative Effizienz, also um den effizienten Einsatz der Assets im täglichen Betrieb. Und da speziell dreht sich alles um das Thema Condition-Based Maintenance. Also das Thema Datenanalyse, Voraussage der möglichen Schäden an Fahrzeugen, von Ausfällen, einfach auch die operative Einsatzfähigkeit. Also wie können Fahrzeuge in den operativen Prozessen der Betreiber besser eingesetzt werden? Und da haben wir natürlich verschiedene Ansätze. Jetzt könnte ich auch sagen, was Siemens alles hat, ein bekannter Begriff ist sicherlich der Accelerator, das ist eine offene Plattform, wo man eben verschiedenste KI-Ansätze aus den Bereichen der Wertschöpfungskette rund um die Assets generieren kann, einsetzen kann und damit eben die Assets selber wertschöpfender einsetzen kann. Aber ihr nutzt tatsächlich auch die KI? Wir nutzen KI, insbesondere in der Instandhaltung werden bei uns die Daten zusammengefahren für die Lokomotiven im Einsatz, sodass wir dann auch vorhersagefähig sind im Thema Condition-Based Maintenance. Die Basis ist dann immer Condition Monitoring. Nikolaus, wie sieht es bei euch aus? Ja, wie Steffen schon sagt, auch für uns bei der Railpool ist es extrem wichtig. Jeder Tag Ausfall einer Lokomotive, die wir an unsere EVUs vermieten, ist für uns, wie eben auch unsere Kunden, tatsächlich verlorenes Geld. Von daher für uns auch absolut wichtig, in Richtung Predictive Ansätze zu gehen. Hier fehlen uns leider noch die entsprechenden Daten, um entsprechende Modelle tatsächlich für KI zu entwickeln. Wir sind jetzt da, sage ich mal, eher noch im Bereich Business Intelligence unterwegs, ziehen uns die Daten, die die Hersteller uns geben, um daraus Modelle zu entwickeln, zu sagen, Fehlerhäufungen auf bestimmten Strecken zu bestimmten Konditionen, um dort raus Wissen zu generieren, aber eher noch auf einer, ja, ich sag mal, sehr manuellen Art und Weise, noch nicht mit KI ansetzen, weil, wie gesagt, da uns tatsächlich noch die Datenmasse, die kritische, fehlt. Andreas, wie sieht es bei euch aus? Ihr seid ja ein Softwareunternehmen.
Genau, also es ist eigentlich unser Geschäft oder unser Business. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Maintenance, Asset Management im Bereich der Fahrzeuge, aber auch der Infrastruktur. Und da sind wir dann wieder beim Steffen. Also da geht es natürlich dann um die Prädiktion der kritischen Komponenten, vor allem in unserem Fall schwerpunktmäßig zum Beispiel Radsätze oder auch Weichen, Klimaanlagen, alles was halt so Türen, alles was so die spannenden, instandhaltungsrelevanten Komponenten sind, und dafür versuchen wir auch entsprechende Lösungen anzubieten. Ja, Thorsten, du bist also im, wie nennt es sich, im Laboratorium bei der Deutschen Bahn für AI, also ungefähr Factory, also übersetzt in der Fabrik, in der AI-Fabrik. Was machst du da genau? Also, wie du schon vorhin sagtest, AI ist keine neue Technologie. Ne? Das ist so Ende der 60er entstanden, also einige von uns sind jünger als künstliche Intelligenz. Ich leider nicht. Das heißt, das ist nichts Neues. Ne? Das heißt, also, wir benutzen natürlich KI an ganz vielen Stellen schon ganz lange, an manchen Stellen sogar vielleicht, ohne dass es uns als Bürgern oder Menschen bewusst ist, dass wir KI nutzen. Und wir bei uns in der AI Factory haben die Aufgabe, dass wir da, wo es neu ist, sozusagen Prototypen bauen, schauen, wie man das dann auch in die Breite tragen kann, dann eben auch zum Beispiel auf eine Art und Weise, die auch für unsere Mitarbeiter vernünftig nutzbar ist. Ja? Weil das ist ja auch eine Sache, da muss man ja auch ganz klar sagen, das ist nicht nur so, dass alle sagen, juhu, wir haben jetzt KI, sondern es gibt auch Menschen, die einfach sagen, so, okay, das finde ich strange. Und auch das muss man wahrnehmen und dann auch vernünftig damit umgehen, weil am Ende des Tages ist es nur eine Technologie wie jede andere auch. In 10 Jahren wird keiner mehr darüber reden, wahrscheinlich. Genauso wie wir heute nicht mehr über Blockchains reden, was vor 2 Jahren irgendwie noch ganz Hype war. Ne? So, und genauso ist das, dass wir halt eben Dinge ausprobieren, schauen, was gut funktioniert und es dann in die Breite tragen. Und das betrifft alle Felder. Es ist eben nicht nur so, dass es bei uns um die eigentliche Schiene geht, sondern künstliche Intelligenz kannst du zum Beispiel auch nutzen, um Genehmigungsverfahren zu verkürzen, um in der Buchhaltung Dinge effizienter zu machen und so weiter und so fort. Aber das ist ein wichtiges Thema, auf das wir nachher sicherlich auch noch eingehen werden, nämlich wie man die Mitarbeiter mitnimmt, wenn die also Technologien einsetzen sollen, die sie im Zweifel überflüssig machen. Das ist ja vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt. Markus, wie sieht es bei euch aus? Also unser Unternehmen beschäftigt sich mit Flottenmanagement für Lastwagen quasi, also für Straßenlogistik. Und zwar im Zusammenhang mit der Elektrifizierung. Aus unserer Perspektive ist der Lastwagenverkehr in der Vergangenheit gar nicht so intelligent vernetzt gewesen, außer natürlich jetzt Telematik, die es gab. Und es war gar nicht nur so notwendig, tatsächlich viele Sachen im Voraus genau zu berechnen bzw. zu optimieren. Lastwagen funktionieren mit Dieselkraftstoff. Wenn der Tank leer ist, fährt man in die nächste Tankstelle und tankt nach. Das ändert sich jetzt mit der Elektrifizierung. Erstens kommen wesentlich zeitintensivere Prozesse zu den bisherigen Kernprozessen hinzu. Also Batterien von Lastwagen müssen jetzt wesentlich länger aufgeladen werden, als in der Vergangenheit Tanks aufgefüllt wurden an der Tankstelle. Das Thema Reichweite ist ein großes Thema. Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass ein Fahrzeug 1000 Kilometer am Stück machen kann mit den jetzigen zur Verfügung stehenden Elektrofahrzeugen im Lastwagenbereich. Und zum Dritten hat man das ganze Thema Energie, weitere Investitionsfaktoren, die man berücksichtigen muss. Das heißt, das Thema Straßenlogistik wird wesentlich komplizierter, ist eben schon, schon quasi, sagen wir mal, über niedrige Margen und über sehr schwerwiegende Veränderungen in der Vergangenheit, was Fahrerverfügbarkeit etc. angeht, angeschlagen und muss jetzt zusätzlich noch diese Elektrifizierungsbürden schultern. Das heißt, aus unserer Perspektive wird jetzt das Thema Internet of Things und AI erst richtig relevant für den Lastwagenverkehr. Das ist genau die Frage, die wir jetzt auch nochmal weitergeben wollen. Wir werden von dir natürlich auch gleich nochmal die Beispiele hören und die vielleicht auch Best-Practice-Beispiele, was ihr schon macht und wie ihr da künstliche Intelligenz nutzt. Aber man hat ja das Gefühl, seitdem wir jetzt über ChatGPT reden und eben über BART, über diese Large Language Models, die es da jetzt gibt und die plötzlich zum Einsatz kommen, dass dieses Thema KI
auf einmal eine ganz neue Relevanz bekommt. Also all das, was ihr sagt, wo ihr schon Daten nutzt und wo ihr natürlich schon analysiert, auf einmal sitzen vielleicht die Chefs in ihren Elfenbeintürmen und sagen, jetzt müsst ihr unbedingt, wir müssen unbedingt auch was machen. Wir müssen was mit ChatGPT machen. Ist das so? Ist das ein Eindruck, den man nur hat, so als Normalmensch, wenn man jetzt die Zeitung liest? Oder ist das auch im Unternehmen so, dass das eine neue Dimension bekommen hat in den letzten Monaten? Meinst du den Eindruck mit den Chefs? Ja? Also, nein, also im Ernst, natürlich ist AI in jeder Munde. Und tatsächlich ist es auch das neue Thema der Digitalisierung sozusagen die nächste Stufe. Aber es ist hier, glaube ich, schon an ein, zwei Stellen angeklungen. Wenn man digitalisieren möchte, braucht man offene Ökosysteme. Man braucht den Austausch von Datensystemen. Man muss die Nutzung der Daten auch freistellen. Und so leid mir das tut, ich begleite das Thema jetzt seit bald 10 Jahren in der Bahn. Der eine oder andere hat ja mit mir auch in dem Thema schon zusammengearbeitet. Das ist noch nicht der Fall. Es ist in unserer Industrie noch nicht der Fall, dass diese Daten frei zugänglich sind, dass es freie Ökosysteme gibt und man braucht das aber, um überhaupt AI anwenden zu können. Also das eine ist tatsächlich, die Technologie zu fördern und versuchen auch Use Cases zu generieren, um AI umzusetzen. Das andere ist die Zugänglichkeit der Daten. Die ist einfach nicht gegeben und daran muss der Sektor arbeiten. Ist es die Zugänglichkeit oder ist es auch die Erhebung der Daten? Also es spielt beides eine Rolle. Also gibt es die Daten schon? Sie werden nur quasi in einem Silo immer im eigenen Unternehmen gehalten oder müssen sie auch erst an verschiedener Stelle überhaupt abgezapft und angezapft werden? Sowohl als auch tatsächlich. Also da kann ich jetzt aus der Erfahrung als Lokvermieter sprechen. Unsere Assets, Railpool ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden. Unsere ersten Assets sind auch 15 Jahre alt, noch komplett ohne Datenboxen. Die müssten wirklich nachgerüstet werden. Das ist einfach auch eine wirtschaftliche Frage. Mache ich den Aufwand noch für ein Asset, das noch die eine oder andere Dekade weiterlebt? Und ist der Aufwand gerechtfertigt gegenüber dem, was ich dann an Informationen rausziehe und an anderer Seite wirklich einspare? Wir haben Lokomotiven, die vor 10 Jahren ans Netz gegangen sind, mit damals dem aktuellen Standard 2G, der jetzt in der Schweiz abgeschafft wurde. Das heißt, wir bekommen aus der Schweiz keinerlei Daten mehr, wenn die Lok dort unterwegs ist. Und jetzt die Hersteller, die wir vertreten, verbauen ja tatsächlich auch eigene Datenboxen. Und wie Steffen eben gerade sagt, wir haben kein offenes Ökosystem, weshalb wir auf sehr wenige Daten zurückgreifen können aktuell. Und eben aus der 2G-Thematik heraus und aus der Thematik, wir brauchen diese Informationen aber, weil wir sie für uns und für unsere Kunden als Mehrwert generieren wollen, sind wir jetzt derzeit dabei, eben erste Lokomotiven mit eigenen Datenboxen auszustatten. Und dann kommst du in ein regulatorisches Thema, als dass du einen Eingriff in diese Lokomotive quasi vornimmst, neu zertifizieren musst, es muss ein Prüfer da sein, du hast Stillstandszeiten. Und ich will nicht sagen, es verdirbt einem ein bisschen den Spaß, aber auch da muss man schauen, Bürokratie abzubauen, Prozesse zu verschlanken, damit das Ganze tatsächlich lebbar wird. Aber ist das auf der Straße so anders? Also auch das, was so Regulierung und Ähnliches angeht, ist das einfacher oder habt ihr das einfach besser im Griff? Na, ich glaube, das ist zum Teil ähnlich. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie sagen wir, Schnittstellen zu Telematiksystemen bei den unterschiedlichen Herstellern von Lastwagen anders aussehen, wo man da halt relativ viel Integrationsaufwand betreiben muss. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass letztendlich in der Praxis erstmal getestet werden muss, wie weit denn Reichweiten wirklich sind. Ja? Und zwar nicht nur im Versuchscase, sondern wirklich unter allen möglichen Bedingungen, Wind, Wetter, auf Dauer, entsprechenden topografischen Situationen etc., gerade im Lastwagenverkehr, eben auch mit Zuladung etc. Denn es ist eigentlich ganz wichtig, dass Hersteller sich untereinander tatsächlich verständigen, wie man Sachen messen möchte, um den Kunden, die meistens ja verschiedene Hersteller dann auch benutzen, verlässliche Daten zu geben. Ja? Das ist insofern ganz besonders wichtig, als dass gerade im Bereich Middle Mile, also Strecken, die mit Lastwagen gefahren werden, zwischen sagen wir mal 80 und 300 Kilometern, die Elektrifizierung noch extrem wenig vorangeschritten ist, weil sie einfach existenzielle Bedrohungen darstellen für viele Unternehmen. Ja, und das Kosten und Risiken mit sich bringt, die tatsächlich das Unternehmen kaputt machen können. Insofern ist absolut notwendig, dass die Industrie bzw. die Hersteller, im Zweifel auch Regulatoren, diesen Unternehmen die Planungssicherheit verschaffen, damit sie mit diesen Risiken vernünftig umgehen können. Und dafür ist tatsächlich eine Abstimmung und ein Austausch von Daten und Informationen und Erfahrungen ganz, ganz wichtig. Wie geht man bei der Deutschen Bahn damit um?
Ich würde erst, Entschuldigung, ich gehe einmal kurz auf die Frage davor ein. Nein, ich glaube, es ist anders. Also zum einen ist es halt so, wir haben hier ein Schienennetz. Und wenn es um die Straße geht, haben wir ein Straßennetz. Und da sind jede Menge Google-Autos rumgefahren und haben Fotos gemacht und haben dann irgendwie lustige Karten erzeugt. Das ist bei uns nicht so. Ja? Also da haben wir eben den Nachteil, in Anführungsstrichen Nachteil, dass wir hier ein geschlossenes System haben, das eben mit Regulatorik auch versehen ist und wo das überhaupt gar nicht so einfach ist, einfach zu sagen, wir veröffentlichen jetzt mal alle diese Daten. Schon auch alleine deswegen, weil wir ja leider Gottes wieder in Zeiten leben, in denen wir uns über die Sicherheit solcher Sachen Gedanken machen müssen und ob wir, wenn wir das nicht alles jetzt public stellen, es nicht Leuten einfach machen, diese Dinge auch zu sabotieren. Das ist traurig, dass man sich über sowas Gedanken machen muss, und ist aber so. Und ich finde auch gut, dass unsere DB-Netz sich über solche Dinge Gedanken macht, auch wenn es manchmal anstrengend ist, wenn man dann diese Daten haben möchte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Vorteile gegenüber dem Straßenverkehr, weil wir wissen in der Regel, was da unterwegs ist. Es kommt dann nicht, wir haben keinen Privatverkehr auf der Schiene. Da kommt nicht irgendeiner mit einer Dresine plötzlich und sagt so, ich fahre jetzt mal nach Dresden oder sowas. Also da hast du an der Stelle hast du es ein bisschen einfacher. Aber es ist nicht einfach eins zu eins zu übertragen. So, und bei der DB ist es auch schwierig zu beantworten, weil es natürlich in der DB-Netz anders zu handhaben ist, wie wir mit Daten umgehen, wie in der Regio, wie im Fernverkehr. Und machen wir uns nichts vor, wir haben auch hier deutlich weniger Anbieter von Triebfahrzeugen zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt als Privatkunde, ich zum Beispiel würde mich weigern, einen Tesla zu fahren, weil ich der Ansicht bin, dass das ein fahrendes Überwachungsgerät ist, dann kann ich mir irgendein anderes Auto kaufen. Ja? Wenn ich mir die Datenschutzbestimmungen da durchlese, meine ganz persönliche Meinung, ich sage so, nee, das will ich nicht, was da drin steht. So habe ich diese Möglichkeit, zwischen 100 verschiedenen Herstellern zu wählen, ja nicht so ohne weiteres. Und natürlich, das kann ich jetzt nur, ich bin noch relativ neu bei der Bahn, deswegen kann es sein, dass ich jetzt totalen Unsinn rede, aber ich glaube, es gab auch einige Diskussionen zwischen euch und der Bahn, ob die Daten jetzt euch gehören oder ob die uns gehören. Das haben wir an ganz vielen Stellen in der Industrie. Ne? Die Roboter, die benötigt werden, um die Züge zu bauen, da hat dann der Roboterhersteller gesagt, ja, aber die Daten gehören uns. Da habt ihr euch dann mit dem Roboterhersteller sozusagen ein bisschen gekäbbelt, ob es nicht auch eure Daten sind. So am Ende des Tages ist es auch eben, das haben wir alle nur durch Big Data und ähnliche Sachen gelernt, ein Schatz, auf dem du sitzt. Und den gibt man nicht so ohne weiteres einfach her. Erst recht nicht, wenn du den schon in deiner Bilanz aktiviert hast. Daher muss man dann überlegen, okay, wie gehst du damit um? Ich bin völlig deiner Meinung, ja, das sollte ein Ecosystem sein, ob jetzt ein völlig offenes, lassen wir dahingestellt sein. Wie gesagt, aus Sicherheitsgründen wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber ja, es sollte ein Ecosystem sein, wo wir zumindest in einem gesicherten Rahmen alle gemeinsam an einer besseren, schienengebundenen Transportleistung arbeiten können. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Andreas, bitte. Also, muss ich eine Antwort und auch eine Frage dann stellen. Jetzt machen wir das in unserem Fall seit 20, 25 Jahren, dieses Thema Bahn. Und haben Projekte in dem Umfeld, und es ist immer eigentlich das gleiche Spiel. Es ist immer die Frage immer von Schnittstellen, von Austausch, von Informationen. Wir beginnen immer mit irgendwelchen Visionen und am Ende des Tages scheitert es schon mal an den grundlegenden Dingen. Die Prozesse in den Unternehmen sind nicht klar. Die Prozesse Austausch zwischen Unternehmen ist nicht klar. Die Abteilungen, wie sie zueinander stehen, ist nicht definiert und so weiter. Also es ist im Prinzip, Software einzuführen, ob es jetzt KI ist oder was auch immer, ist ja eigentlich nur ein Tooling und ich brauche eigentlich einen Prozess darüber. Ich muss wissen, was ich will. Und dieses Wissen, was ich will, das denke ich mir immer, die Branche hat so viele Chancen momentan und schafft es nicht, diesen Datenaustausch oder diese Basis zu schaffen, dass es endlich mal dazu kommen kann. Das ist eine Chance, die Bahn hat Riesenpotenzial momentan, in der Zeit kann man richtig diesen Hype nutzen und sie schaffen es nicht vom Fleck zu kommen. Das ist die Industrie als Gesamtes. Und da frage ich mich immer, wer glaubt oder wer, und das ist eigentlich die Frage jetzt, wer fühlt sich dafür verantwortlich oder wen kann man quasi das Ding umhängen und sagen, du kümmere dich darum, dass dieser Austausch standardisiert wird, dass er stattfinden kann, dass wir einen Standard in der Industrie haben und damit diesen Schatz, der teilweise noch liegt, dann heben können. Das können wir heute nicht. Gib das mal in die Runde. Also ich würde noch mal reagieren auf das Thema Datenschatz. Ne? Das ist so ähnlich wie mit dem Silikon. Also bevor niemand auf die Idee gekommen ist, das in Chips zu bannen, war es einfach nur Sand. Ja, also das ist genau mit den Daten. Also die Daten müssen aktivierbar sein auf der Bilanz. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich bin gespannt, wie das funktioniert. Aber nichtsdestotrotz müssen die Daten anwendbar sein. Sie müssen offen sein. Und das ist genau wie Andreas sagt.
das Thema der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemen, das müsste, glaube ich, sektorweit mal geklärt werden. Ich war immer ein großer Freund davon, auch in früheren Rollen dafür zu plädieren, da auch mal eine sektorweite Gruppe zu setzen, die sich auf gewisse Standards des Austausches von solchen Daten über solche Schnittstellen verständigt, damit sie zugänglicher sind. Du hast ja angesprochen, dass wir tatsächlich Siemens an verschiedenen Stellen in der Vergangenheit auch diskutiert hat, wem gehören die Daten. Das ist heute in weiten Teilen überhaupt nicht mehr der Fall, weil wir sagen, man kann einfach nur die Optimierungen, die in den Daten liegen, heben, wenn man gemeinschaftlich diese Daten bewertet. Wir haben das Herstellerwissen zu den Fahrzeugen, unsere Kunden haben das Betreiberwissen zur operativen Anwendung der Daten. Nur wenn man beides miteinander verbindet, entsteht ein Mehrwert daraus. So einfach ist die Gleichung. Und ich glaube, dass es darum geht, sich zu verständigen, wie man diese Daten austauscht. Und das ist technisch gar nicht so kompliziert. Es ist, glaube ich, eher ein Thema auch der Regulierung im Sektor, aber auch des Verständnisses in großen Organisationen, dass sowas ganzhaft gelöst werden muss. Also bin ich übrigens völlig bei dir. Ich glaube, diese Schnittstellenthematik ist eigentlich gar nicht das wirkliche Problem. Also wenn dem so wäre, würde ein Großteil der Digitalwirtschaft im Silicon Valley nicht funktionieren, weil die werden sich nie einig über irgendwelche Schnittstellen. Die kriegen das einfach geregelt, sozusagen mit dem Agree that we disagree zu leben. Und das ist technologisch auch machbar. Ja? Also solange wie du sozusagen ein gewisses semantisches Niveau in deinen Daten hältst, kannst du die beliebig transformieren. Das ist ein organisatorisches Problem, machen wir uns doch nichts vor. Ja? Und natürlich ist es zum Beispiel so, dass unsere Technikchefin ganz klar eine Ansage gemacht hat: Jeder muss mit jedem anderen die Daten teilen, egal in welchem Konzernteil er gerade sitzt. Und wenn er das nicht will, muss er eine Begründung liefern. Der Default ist teilen. So, ist das bis in die letzte Stelle der Bahn durchgedrungen? Wird das seit gestern so gemacht? Nein, natürlich nicht. Weil am Ende des Tages ist Software-Business People-Business. Und für Menschen gibt es weder Debugger, noch kannst du die ohne Probleme refactoren. Das ist halt am Ende des Tages, braucht das einfach seine Zeit, ob wir das nun wollen oder nicht. Und ich bin ganz froh, dass die Bahn kein Startup ist, sondern ein Unternehmen ist, das seit 150 Jahren Menschentransporte in der Regel, zwar manchmal verspätet, aber in der Regel sehr, sehr sicher von A nach B bringt. Und das kann man von den meisten Startups eben nicht behaupten. Ein Startup ist per Definition 7 von 10 fahren vor die Wand. Das ist für uns keine Option. Ja, muss ich ganz einfach sagen. Und es ist auch nicht so, dass wir solche Transformationen nicht hinkriegen. Wir haben schon zig Transformationen hingekriegt. Ja? Google hat noch nicht eine einzige durchmachen müssen. Wir sind schon von Kohle auf Öl umgestiegen und danach auf Elektrizität. Und wir werden auch auf Digitalisierung eine ordentliche Antwort finden. Da bin ich mir ganz sicher. Das tun wir jeden Tag und tun wir seit vielen Jahrzehnten. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren. Du warst ja im Silicon Valley, also du kannst das sehr gut betrachten, also dass dort wirklich alles hauruck gemacht wird und gar nicht erst lange drüber nachgedacht wird wahrscheinlich, sondern man macht erst mal und nachher zahlt man die Strafe dafür. Merkst du denn, dass hier dann in Deutschland oder in Europa dann ja, muss man auch fragen, eben die Bedenkenträger sitzen? Was heißt Bedenkenträger? Doch mal ganz ehrlich, also wir reden jetzt gerade über generative künstliche Intelligenz, große Large Language Models. So, ich weiß zum Beispiel, ihr habt euch ja entschieden, bei Siemens ChatGPT mit einzusetzen oder OpenAI. Ich bin nicht ganz unschuldig daran, dass wir uns bei der Bahn entschieden haben, das nicht zu tun. Aus zwei ganz einfachen Gründen. Dieses Ding ist voll von rechtlichen Problemen. Dass die Hersteller ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Die liefern uns was, was rechtlich hochbedenklich ist. Da sind die Urheberrechte von Menschen verletzt worden, da sind Persönlichkeitsrechte verletzt worden und. So, jetzt haben wir vor ein paar Tagen von Microsoft erfahren, dass sie bereit sind, sozusagen, zumindest über die Presse, haben wir erfahren, dass sie bereit sind, sozusagen dafür gerade zu stehen, falls wir verklagt werden sollten aufgrund von Urheberrecht. Das heißt implizit erstmal, aha, uns ist klar, dass da Urheberrechtsverletzungen drin sind und wir übernehmen die Haftung dafür, was immerhin schon mal ein Schritt weiter ist, als wir davor waren. Ich persönlich muss sagen, wir sind eben nicht Siemens. Sorry, wenn ihr mit ChatGPT auf die Nase fallt, steht ihr im Handelsblatt. Wenn wir mit ChatGPT auf die Nase fallen, stehen wir in der Bild-Zeitung. Es fragt sich, was besser ist, ne? Naja, also ich bin mir zumindest sicher, was die größere Flächenwirkung hat. Insofern, auch dadurch, dass wir ein staatseigener Betrieb sind, haben wir auch andere, ich sag mal, Pflichten, was es angeht, wie gehen wir mit Sachen um. Ja? So, das ist nun mal einfach so. Wir sind keine Aktiengesellschaft, die an der Börse gehandelt wird, die bestimmte Quartalszahlen zu erledigen hat, sondern wir haben eine gewisse Nachhaltigkeitspflicht und eine Sorgfaltspflicht, die weit über das hinausgeht, was ein normaler Konzern zu erledigen hat. Du wolltest was dazu sagen? Ja? Also
nur um das dann auch in den Kontext zu setzen, natürlich ist Siemens ein Unternehmen, was sich auch der rechtlichen Verantwortung bei solchen Soßen bewusst ist. Ich glaube, den Satz muss ich jetzt an der Stelle auch mal bringen. Ja? So, das hörte sich so an, als wenn wir vollkommen leichtsinnig weltweit AI einsetzen. Das ist natürlich nicht der Fall. Im Gegenteil, wir berücksichtigen da auch die Requirements unserer Kunden. Das ist mal der eine Punkt. Aber die Rede war mir jetzt ein bisschen zu sehr bedenkenlastig. Sie war mir zu bedenkenlastig, denn wir haben viele, viele Chancen in dem Kontext der AI. Und dieses Thema sollten wir wirklich nutzen und auch flächendeckend in der Industrie zur Anwendung bringen. Denn wir hatten vorhin auch die Diskussion der Angst und der Besorgnis von Menschen über den Arbeitsplatzverlust aufgrund von AI. Ich würde einen anderen Aspekt reinbringen. Wir haben einen gravierenden Fachkräftemangel und das üblich in der nächsten Dekade in unserer Industrie. AI kann eine wesentliche Antwort darauf sein. So würde ich das mal betrachten. Sind wir uns völlig einig, aber ich glaube, man muss es gar nicht gegeneinander ausbalancieren, sondern man kann versuchen, das zu verheiraten. Man kann die Ängste der Menschen aufnehmen und eine bessere KI bauen. Ja, so, das ist halt nicht irgendwie so, dass du sagen musst, so, da gibt es nur schwarz oder weiß. Du kannst entweder Bedenken oder Chancen nutzen. Nein, wir können beides gleichzeitig tun. Und ich glaube, das ist auch unsere Pflicht, als Europäer dort mit gutem Beispiel voranzugehen und sagen so, nee, wir können beides. Wir können Innovation und sorgfältig arbeiten. Ja, kurze Frage nochmal an Thorsten. Ich vollziehe nach sozusagen, dass es rechtliche Bedenken gibt, was die Integrität von ChatGPT angeht. Aber jetzt ist ja nun mal so, dass offensichtlich die Welle losgetreten ist. Die Welt nimmt sich jetzt dieser Technologie an, dieses Fortschritts an. Und es ist ein Wettlauf, wer zuerst letztendlich die größeren Fortschritte damit macht. Wenn wir halt sagen, okay, wir verweigern uns dem komplett, also ich weiß die Antwort nicht, deswegen wäre interessant, wie du darüber denkst, sondern warten auf etwas, was dann irgendwann komplett rechtlich wasserfest ist. Das könnte im Zweifel ja Jahre dauern. Also ich meine, gut, jetzt gibt es auch andere, wie gesagt, wir haben über Bart gesprochen, es gibt noch weitere AI-Programme und Generatoren, Generative AI. Inwiefern ist Deutschland oder wir Deutschen nicht generell, was Datenschutz angeht, was Integrität angeht, in vielen Bereichen in den vergangenen 10, 20 Jahren extrem vorsichtig gewesen und haben uns den Schneid abkaufen lassen von Chinesen, von Amerikanern, die in vielerlei Hinsicht wesentlich sorgloser mit bestimmten Themen umgegangen sind. Ja. Also und inwiefern ist es tatsächlich auch existenziell gefährdet? Ich bin völlig bei dir. Das ist aber nicht so eindimensional. Es gibt ja diesen schönen und dämlichen Spruch, America innovates, China replicates, we regulates. Ja, so, okay. Kann man so sehen, wenn man ein einfaches Weltbild haben will, ist es vielleicht so. So, wir können das also zum einen gibt es in Europa, nehmen wir zum Beispiel gerade Schweden, Norwegen, was machen die? Die gehen hin und bauen eigene Large Language Models. Und zwar der Staat zusammen mit einigen Firmen ist hingegangen und hat gesagt, so, wir bauen ein norwegisches Large Language Model und das stellen wir Open Source und kostenlos jedem zur Verfügung. Punkt. So, das Ding ist sauber, das ist clean, damit kannst du arbeiten. So, was machen wir bei der Bahn gerade? Naja, wir wären ja schön dämlich, wenn wir keine Multi-Vendor-Strategie haben. Also natürlich arbeiten wir auch weiter mit Google und mit Microsoft und verdrängen, oder beziehungsweise auf der einen Seite versuchen wir, mit den Sachen zu arbeiten, die sie haben, in bestimmten rechtlichen eingeschränkten Räumen. Auf der anderen Seite nutzen wir unseren Einfluss, dass die ihre Probleme lösen. Und zum Dritten arbeiten wir an einer Alternativstrategie, falls die ihren Kram nicht geregelt kriegen. Da ist natürlich die große Frage, wir sehen ja hier jetzt auch bei uns, bei RailTalk sind ja auch viele, gerade auch deutsche Unternehmen mit dabei, deutsche Softwareunternehmen. Und es gibt ja auch mit Aleph Alpha, gibt es auch eine deutsche Lösung. Also das wäre auch meine Frage eben auch für Siemens. Klar kann man alles ausprobieren, aber sollten wir nicht hier auch gucken? Also das ist nämlich ein System, das wirklich auch auf Datenschutz guckt und diese ganzen deutschen Bedenken mit eingebaut hat. Das arbeitet nämlich jetzt schon für Behörden. Also sollten wir nicht gucken, dass wir hier auch tatsächlich deutsche Unternehmen mit fördern können jetzt in dieser Phase und dass wir nicht sagen, wir hängen wieder alles an diese amerikanischen LLMs? Frage mal an alle. Und vor allen Dingen, wie denken wir darüber nach, wenn Trump wieder da ist? Wenn was da ist? Wenn Trump wieder da ist. Ja, genau, nächstes Jahr dann. Oh je. Also ich bin gerade so ein bisschen sozusagen overwhelmed mit diesen ganzen Förderungsgeschichten. Ja? Also ich glaube, wir haben genug gute Ideen in dieser Industrie.
das Thema Förderung, wenn man es jetzt wirklich sehr eng begreift, auf die staatliche Förderung, ist, glaube ich, im Thema der Digitalisierung und der AI immer gerne genommen. Aber ich finde, wir haben es auch geschafft, in Deutschland eine Start-up-Kultur zu etablieren, die in der Lage sind, auch im privaten Markt Geld einzusammeln. Da braucht es nicht überall immer gleich die staatliche Förderung. Und es gibt genug Beispiele, wir sind hier heute bei einem zu Gast, wo tatsächlich über privates Geld eben die Innovation auch finanziert wird. Ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen das Thema AI auch weiterhin offen lässt und fördert. Das ist der Punkt. Gesetzliche Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen, die ein Stück weit die Möglichkeit eröffnen, diese Technologie weiterzuentwickeln und in Anwendung zu bringen. Bei dem Geld bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Die Forderung ist mir mittlerweile ehrlicherweise in Deutschland zu schnell und zu oft auf dem Tisch. Ich würde gleich die Diskussion gerne öffnen, aber ich habe mal eine ganz persönliche Frage an euch, auch in dem ganzen Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz, weil das ja jetzt auch wirklich so aufpoppt. Mal aus eurem tiefsten Herzen gesprochen, jetzt nicht nur von der wirtschaftlichen Seite, habt ihr auch ein etwas mulmiges Gefühl bei der ganzen Thematik, dass es vielleicht uns doch aus der Hand gerät und dass wir dann irgendwann diese Maschine nicht mehr kontrollieren können und diese Systeme? Ich gebe es mal einfach so in die Runde. Persönliche Einschätzung. Ich habe ehrlich gesagt, vielleicht bin ich naiv, aber alles, was ich bisher zu dem Thema gehört habe, tatsächlich von Wissenschaftlern und von Fachexperten ist, dass wir durchaus doch immer noch in der Hand haben, in welche Richtung wir AI entwickeln oder sich AI selbst entwickelt und dass es definitiv wesentlich mehr Vorteile und Erleichterungen für die Menschheit bringen wird als Bedrohung. Aber ihr habt schon mitbekommen, dass die Systeme halluzinieren sozusagen. Die denken sich also was aus, wenn ihr sie jetzt nutzt. Naja gut, das liegt aber daran, dass wer auch immer den Begriff Intelligenz hinter das A gehängt hat, nicht offiziell kommuniziert hat, dass es dabei eben nicht um Kausalitäten, sondern um Korrelation geht. Das Ding hat keine Halluzination, das hat eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und manchmal findet auch ein blindes Huhn eine Hand mit 6 Fingern, wenn du ein Bild generierst. Ja, dem Ding ist einfach nicht klar, dass Hände nun mal nur 5 Finger haben. Das ist aber keine Hallu, das ist einfach Mathematik. Ja? Weiß nicht, also Angst? Überhaupt keine. Ich habe vor einem Monat war ich Trauzeuge bei meinem besten Freund und da habe ich gedacht, muss da Rede halten. Dann schaue ich mal in das Ding rein. ChatGPT. Und habe diese Rede zumindest am Anfang 1:1 so vorgelesen oder vorgetragen. Hoffentlich schaut er heute nicht zu. Dann habe ich umgeschwenkt, habe ich gesagt, das habe ich über ChatGPT raus und jetzt meine eigene dazu. Aber die war nicht schlecht. Besser als meine dann, glaube ich. Also von dem her. Also ich weiß gar nicht, Angst hier jetzt, also natürlich werden AI-Systeme Fehler machen. Ja, so wie wir gerade autonom fahrende Fahrzeuge haben, die auch manchmal Dinge tun, die Menschen schaden. Das tun wir Menschen aber eben auch. Ja, so. Angst hier in Deutschland? Nein. Wird es Länder geben, in denen AI-Systeme wirklichen Schaden verursachen? Ja. Es wird Menschen oder es wird Staaten geben, die diese Technologie gegen ihre Bürger einsetzen. Es wird Staaten geben, die diese Technologie gegen andere Staaten einsetzen werden. Wenn wir Trollfarmen heute in Russland haben, die Propaganda produzieren, dann ist es doch vergleichsweise teuer. Wenn das mit einer Gen-AI in einer Affengeschwindigkeit rausgeschossen wird, dann kostet das gar nichts mehr. Also ja, wir werden damit Probleme kriegen. AI macht auch neue Angriffssektoren offen. Trotzdem wird AI auch ganz viele tolle Sachen machen. Ich habe jetzt keine Angst, dass in Deutschland eine AI die Herrschaft übernimmt. Und danke. Danke. Also wir müssen auch wieder lernen, in Deutschland, in Westeuropa in Chancen zu denken und Technologieoffenheit. Also Deutschland fällt mir in den letzten Jahren immer mehr auf, dass erstmal 15 Mal aufgelistet wird, was alles schief gehen kann, was man alles betrachten muss, wie man das auch negativ sehen kann. Ja, ich würde wirklich, da, und ich leite ja ein weltweites Geschäft und ich sehe es auch in anderen Ländern. Man geht dort sehr viel offener, manchmal auch naiver an solche neuen Technologien ran. Ist da Tür und Tor geöffnet für einen Missbrauch? Sicherlich. An manchen Stellen muss man das mit einem klaren Ja beantworten. Dieses Statement würde ich teilen.
Aber ich glaube, es liegt an der Industrie und an den Nutzern, dort entsprechend auch die Grenzen zu setzen. Mit einer verantwortungsvollen Diskussion über das, was möglich ist mit AI. Aber bitte fangen wir doch nicht am Anfang der AI-Diskussion schon wieder an zu diskutieren, was alles Schlimmes mit AI passieren kann. Du hast ja die Frage gestellt, müssen wir das nicht fördern, damit wir sozusagen nach vorne kommen in Deutschland mit solchen Technologien? Meine Antwort ist dort sehr klar. Ja, bitte, aber dann auch eine offene Diskussion führen und nicht sozusagen zuerst die potenziell kritischen Punkte zu adressieren, sondern das immer in einem, man sagt im Englischen Trade-off, zwischen den Chancen und den Risiken zu balancieren und auch für sich dann die Chancen zu entdecken. Wir wollen ja noch gleich diskutieren, wie man die Menschen mitnimmt, aber ich möchte jetzt erstmal die Menschen mitnehmen, nämlich alle hier bei uns im Raum, dass ihr jetzt eben auch Fragen stellen könnt und an euch zu Hause vorm Rechner. Ihr könnt jetzt bei Slido mitmachen und hier auch Fragen reinschicken. Die lesen wir dann gleich vor und werden sie hier vom Panel beantworten lassen. Ich frage jetzt mal hier bei euch in die Runde. Hier hinten ist schon eine Meldung, da kommt auch ein Mikrofon und hier vorne dann die nächste. Sorry, immer zu schnell mit der Hand oben. Zuerst mal danke für die spannende Diskussion. Ein Kommentar, ich weiß nicht, wer das damals gesagt hat, dieses Daten sind das neue Öl. Daten vergrößern ja ihren Wert, wenn ich sie teile, weil jemand anders sie dann anreichert und weiterverwertet. Ne? Öl verbrenne ich einmal, Daten kann ich mehrmals nutzen. Also vielleicht doch mal anfangen. Es sitzen ja die richtigen Leute zusammen, Daten teilen und verarbeiten und weiter anreichern. Ich bin ein bisschen auf dem Punkt, AI wird hier sehr viel mit ChatGPT und anderen Large Language Models gleichgesetzt. Und es tut mir leid, aber Large Language Models sind der traurige und unspannendste Teil von AI. Und weil die Anwendungen dahinter sind total limitiert. Deswegen eher mal die Frage, also welche Technologien oder auch, sagen wir mal, vielleicht allgemeinverständlicher, welche Anwendungen sehen Sie denn jeweils für Ihren Bereich hinter AI? Und jetzt lassen wir mal bitte Large Language Models raus, damit wir was Spannendes haben. Danke. Los geht's. Ja, also in der Tat, wenn ich von der Elektrifizierung von Schwerlastverkehr spreche, dann ist tatsächlich zunächst mal Internet of Things wesentlich wichtiger als AI. Ja, also man muss tatsächlich schauen, dass wir möglichst viele Informationen über Fahrverhalten, über zur Verfügung stehende Infrastruktur, zur Verfügung stehende Energie bekommt, um das vernünftig zu verknüpfen und daraus Optimierungen abzuleiten. Da ist erstmal noch überhaupt kein AI dabei. Ja? Und ich glaube, wenn dann irgendwann mal genügend Fahrzeuge auf der Straße sind, die elektrisch fahren und genügend Kilometer gefahren sind und genügend Elektromotoren abgeraucht sind und so weiter, dann kann man mit den Erfahrungen irgendwann anfangen, eine künstliche Intelligenz zu programmieren, um daraus dann eventuell irgendwann automatisch Flotten zu steuern oder so. Aber da sind wir noch lange nicht. Ja. Also danke für den Kommentar, sehe ich exakt gleich. Es gibt so viele AI-Technologien, die nichts mit dem zu tun haben. Aber es ist natürlich klar, das ist für den Normalbürger zugreifbar. Da spürt er, wie sich das anfühlt. Bei uns ganz viel, zum Beispiel Kamerabefundung, all diese ganzen Geschichten, das hat überhaupt nichts mit generativer künstlicher Intelligenz zu tun und ist auch im Moment zumindest viel wertschöpfender. Also da sind wir uns völlig einig. Bei uns ist das kategorisiert so nach vor der Reise, während der Reise, nach der Reise. Ne? So, das sind eben so die drei Sachen, wo du schaust, vom Fahrplan über Predictive Maintenance und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt das sprengen hier die Runde mit den Use Cases, die wir haben. Und die kommen alle ohne ChatGPT klar. Noch was dazu? Sonst nehmen wir die nächste Frage. Ich kann aber auch nur zustimmen, das ist thematisch, glaube ich, wird jetzt momentan alles da rein gekippt, was einmal irgendwo einmal eine Statistik dahinter hat oder so. Also man muss es schon die Kirche im Dorf lassen und auch was unser Business betrifft oder so, da geht es, dass wir Algorithmen entwickeln, die eigentlich eher, würde man sagen, Richtung Mustererkennung, viel Mustererkennung, viel Machine Learning und so weiter drinnen haben, aber sicher nicht ChatGPT als Thema haben. Ja, also mal drinnen. Na gut, am Ende ist natürlich der große Mehrwert für das System Schiene an der Schnittstelle zwischen der Nutzung und Instandhaltung von Assets, das ist ja heute auch ein Stück weit die Überschrift, und den operativen Prozessen. Ja, wir haben ja ein, zwei Vertreter, die tatsächlich auch bei Netz über lange Jahre das Thema operative Prozesse und Planung befolgt haben. Und der große Effekt über eine AI, ist genau wie du sagst, über die statistischen Muster zu erreichen,
in der Kapazitätsausnutzung im Netz? Und wo befinden sich die Assets? In welchem Zustand befinden sie sich? Wo können sie zugeführt werden? Wie können Werkstätten ausgelastet werden? All diese Themen sind elementare Daten, um tatsächlich dann auch die künstliche Intelligenz nutzen zu können, zu einer Kapazitätsvergrößerung des Netzes, zu einer effizienteren Nutzung der Assets und damit auch einer effizienteren Ausnutzung des Investments, was man sowohl in die Infrastruktur als auch in das Rollmaterial getätigt hat. Und darum geht es in diesem System, denn wir wollen wettbewerbsfähiger werden. Hier vorne, machen wir jetzt beide hintereinander. Ja. Der Nicolas hat eingangs gesagt, und den sehe ich jetzt mal hier als Vertreter für die Leasinggesellschaft und am Ende dann auch für den Betrieb, dass sie eben noch ganz am Anfang stehen und da aufbauen, weil sie erstmal irgendwie an die Daten kommen wollen. Und jetzt habe ich tatsächlich mal eine Frage ans Gewissen von Siemens auch und von der DB, wie ernst das gemeint ist, wenn hier schon mehrfach gesagt wurde, natürlich müssen wir Daten teilen und natürlich müssen wir das alles offenlegen und letztendlich auch, ist tatsächlich ehrlich gesagt nicht das, was ich im täglichen Leben erlebe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das inwiefern, also mich würde interessieren, wie ernst gemeint das ist und inwiefern wir da in der Zukunft darauf setzen, dass die großen Player, die einfach die Vielzahl an Daten haben, die es braucht, dass wir das mal gemeinsam zusammenschmeißen, um damit vernünftig zu arbeiten, dem auch nachkommen, was hin und wieder in solchen Runden dann propagiert wird. Du wurdest angesprochen. Nein, nein, das Gewissen wurde angesprochen. Also auch da wieder eine Klarstellung, ich bin nicht das Gewissen von Siemens. Ja, um das mal deutlich zu sagen, ich bin natürlich als Vertreter von Siemens heute hier. Also tatsächlich ist es so, dass wir den Nutzen von Digitalisierung und von AI nur heben können, wenn wir Daten austauschen. Heißt es, dass wir bedenkenlos alle Daten austauschen, die es prinzipiell gibt und alle Dinge offenlegen, die es offengelegt werden könnten? Natürlich nein. Denn da sind auch viele, viele Forschungs- und Entwicklungsgelder, viel Energie reingesteckt worden, viele Ideen reingesteckt worden, die auch wiederum den Wert eines Unternehmens ausmachen. Aber es müssen die Daten ausgetauscht werden, die es eben benötigt, um die Effizienz aus dem Austausch der Daten zu heben. Also die Frage war ja, wie geht das denn zusammen mit dem Betreiber? Ne? Also die besten technischen Logdaten sind nichts wert, wenn ich zum Beispiel nicht wüsste, wo die Log, die vielleicht gerade einen Defekt hat, sich in der Infrastruktur befindet. Ja? Oder in welchem Einsatzhebel sie unterwegs war, welche Verspätungen sie erzeugt hat, im Zweifelsfall, wenn ein technischer Defekt auffällt, was bei uns relativ selten der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz müsste ich im Vorfeld... Danke. Ich müsste im Vorfeld tatsächlich schon vorhersagen können, es könnte etwas passieren. Das ist ja für die Betreiber am interessantesten, dass gar nicht sowas auftritt im Zweifelsfall. Und da brauchen wir eben halt auch die Daten des Betreibers. Wir brauchen Fahrpläne, wir brauchen Einsatzpläne, wir brauchen im Zweifelsfall auch die Echtzeitstörungen. Also werden Züge ausgeleitet, an die Seite gepackt, wie sieht das Ganze aus? Und sozusagen diesen Trade-off im Austausch der dafür notwendigen Daten, da ist das Plädoyer vom Gewissen von Siemens, das Sie angesprochen haben, ganz klar. Wir sind dafür offen. Dafür haben wir auch Accelerator für uns auch mit APIs geschaffen, um eben diesen Austausch zu ermöglichen. Das ist auch unser Ziel. Das ist ja der Mehrwert, den wir für den Kunden bringen möchten. Und ist auch unser Geschäftsmodell. Also insofern ist die Antwort ein entschiedenes Ja. Aber. Aber alle Daten zu uns. Habe ich jetzt so mitgenommen. Wenn der Betreiber die Daten an Siemens teilt, dann kann Siemens damit... Es ist interessant, was man mit Kommunikation alles so anrichten kann. Ne? Also das habe ich nicht gesagt und auch, glaube ich, auch nicht gemeint. Aber ich glaube, ich nehme die Provokation. Nein, es geht wirklich um den Datenaustausch der relevanten Daten, die für Betrieb und für Instandhaltung notwendig sind. Und die müssen beiden Seiten zugänglich sein. Dafür vereinbart man sich dann auch. Und da erzielt man dann auch die Höchstwerte in Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Das muss der Deal in der Branche sein. Und der Punkt ist, was ich eingangs sagte, ich komme wieder darauf zurück, gibt es einen Konsens in der Branche bei all denen, die Daten fordern? Jetzt gehe ich mal in die Vorleistung. Ja, also sind wir da sozusagen klar in der Branche, wie wir das machen, auf welchem Wege und wie das funktioniert? Mein Eindruck ist, nicht in jedem Fall. Ja, also natürlich gibt es, also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade in Stuttgart machen Siemens und die DB ja zusammen einen sehr intensiven Datenaustausch, wenn es darum geht, hochautomatisiert zu fahren. Ja, so. War das vor 10 Jahren denkbar? Weiß nicht, da war ich noch nicht bei der Bahn, aber wahrscheinlich eher schwieriger. So, wird das mehr und mehr? Ja, ich glaube schon. Es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was unser Eigentümer will.
Also es ist so zum Beispiel eben, dass die DB Netz nicht einfach alles, was sie, also was ihr euch vielleicht wünschen würdet, rausgeben darf. Ob das nun gewollt ist oder ob wir das wollen als DB oder nicht, ist dann auch sekundär. Aber ich glaube, das ist jetzt mal aber nur eine Prognose von mir ganz persönlich, das wird über die Zeit mehr und mehr. Und ja, ich glaube auch, es wird dir zu langsam gehen. Nichtsdestotrotz, es wird passieren Schritt für Schritt. Ja? Weil es gibt eh keine Alternative. Interessanter Punkt mit der DB Netz, den du ansprichst, das Thema, wir würden auch gerne Kameraportale nutzen, um den Radverschleiß einfach auch mit in einem Modell entsprechend bewerten zu können. In Deutschland ist es schier unmöglich, werden uns die Daten nicht gegeben. In Österreich ist es so, dass wir die Daten nicht bekommen, weil wir nicht das EVU sind. Das heißt, wir müssten einen Vertrag mit dem EVU schließen, dass die Daten bekommen und an uns weitergeben. In der Schweiz ist es gar kein Problem. Also es müsste tatsächlich wieder diese Anforderung nach Regulatorien, wir sind in einem europäischen Markt, entsprechend mal geschaffen werden. Ne? Also du könntest die Daten von uns haben. Und sonst? Ich darf sie dir durchgeben. Ja. Also, aber keine Probleme. Lass uns mal gleich noch Slido mit reinnehmen, aber hinten ist noch eine Frage dann, und dann ist Larissa hier vorne noch. Also wir haben noch zwei hier und dann gehen wir auf alle an den Rechner. Frage, aber ich habe eine Aussage zum Thema Datenaustausch. Ich glaube, man muss sich mal anschauen, woher die Daten kommen. Und wofür die gebraucht werden. Es gibt einerseits diesen Datenschatz. Und wir, beispielsweise als SCI, würden unseren Datenschatz auch niemals mit dem Rest der Welt sozusagen for free teilen wollen. Das ist doch klar. Ja? Das ist sozusagen auch ein Teil unseres Geschäftsmodells. Wenn ich aber eine Infrastrukturgesellschaft habe, die in Zukunft gemeinwohlorientiert ist, dann möchte ich und stelle ich mir vor, dass es eine Vereinbarung gibt, welche Daten weder unter militärischen Gesichtspunkten, unter Cyber-Gesichtspunkten nicht tauschbar sind, das finde ich völlig okay, oder auch unter Kostengesichtspunkten nicht tauschbar sind oder öffnenbar sind, finde ich auch okay. Aber ich finde, es muss einen vereinbarten Standard geben, welche Daten man den EVUs, den Eisenbahnverkehrsunternehmen und den Unternehmen, die mit diesen Daten die Eisenbahn besser machen wollen und moderner machen wollen und weiterhelfen wollen, das System im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern nach vorne zu bringen, diese Daten auch bereitzustellen. Und es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, warum ich dafür Unternehmen brauche, die ich in anderen Ländern unter Umständen, ja, die mit komplizierten Kameras, nichts gegen das Geschäftsmodell, das ist super und toll, aber ich glaube, bestimmte Daten sollten aus dem Netz kommen, sollten dann auch neutral zur Verfügung gestellt werden, möglicherweise sogar etwas kosten. Da hätte ich gar kein Problem. Also eines dazu, wir haben ja, wie ihr alle wisst, diese klare Trennung zwischen der Infrastruktur und dem Rolling Stock. Das macht die Sache ja nicht unbedingt einfacher. Und wenn wir so Beispiele sehen, wo wir sagen, wie können wir optimieren, wie wissen wir auch den Zustand der Fahrzeuge, dann sind wir nicht nur dort, dass ich die Lok jetzt einmal weiß, wo sie ist, sondern ich muss auch wissen, was da hinten dran hängt. Das heißt, ich muss wissen, welcher Zug hier fährt, mit welcher Beladung er fährt, in Österreich über welchen Berg er drüber fährt, belastet das ganze System ganz anders, hat andere Verschleißauswirkungen etc. Das heißt, nur die Lok zu nehmen und zu sagen, da ist eine Steuerung drinnen, lese ich aus, ist eigentlich zu kurz gegriffen. Und da sind wir wieder dort, dass man das Gesamtsystem Zugriff haben müsste und dieses System eben die Daten auch ausspucken darf, um solche Dinge auch zu tun. Sonst bin ich wieder nur zur Hälfte schlauer. Aber wer kann's? Also ich glaube, der Markt wird es selber nicht regeln. Danke für den Einwurf gerade von der Dame. Erst gestern wurden die neuen Apple iPhones vorgestellt. Die EU hat es geschafft, Apple in die Knie zu zwingen. Wir haben jetzt alle endlich USB-C dann in Zukunft am iPhone. Also da eine Standardisierung herbeizuführen. Ich glaube, das fehlt jetzt hier an der Stelle einfach natürlich. Darüber müsste man sich eben auch Gedanken machen. Larissa hat vergessen, was sie sagen wollte. Und dann hat sie gefragt, wer einspringt. Das wollte dann Babette wieder machen. Und dann habe ich Babette das Mikro weggenommen. Nee, also den Fabian bezahlt. Sehr schön. Ich muss mal ein Statement loswerden, wo mich wirklich zwei, drei Kommentare von euch interessieren würden. Es dreht sich so ein bisschen um das Thema German Angst. Andreas hat das ja vorhin gesagt.
Und das kann ich immer nur wiederholen, die Technologie kann ja eigentlich alles, was wir wünschen. Wir müssen nur sagen, was wir wollen. Dann wird die Technologie das schon liefern. Ja? Wenn wir Daten austauschen wollen, wenn wir aus Daten Erhebungen machen wollen, wenn wir irgendwelche Lerneffekte haben wollen. Also die Technologie, denke ich mal, ist soweit. Jetzt bleibe ich mal insbesondere im Schienengüterverkehr. Wir verteilen gerade in dieser Diskussion iPhones an Dinosaurier. Und das sind im Übrigen auch oftmals Dinosaurier, weil sie entweder überreguliert sind oder weil sie, sorry, im Staatseigentum sind. Ich bin ein absoluter Verfechter von Privatisierung, weil Innovation hat viel mit Unternehmertum und Privateigentum zu tun. Und ich glaube auch, dass diese German-Angst gerade eben auch aus diesem Staatseigentum herauskommt. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich weiß auch, dass es nicht weit weg von hier andere Meinungen dazu gibt. Aber nochmal, die Privatbahnen in Deutschland, die nehmen eben unternehmerisches Risiko, weil sie private Unternehmer sind. Während wenn du das eben nicht bist und nur in Legislaturperioden und in Vorstandsperioden denkst, die 3 Jahre lang sind, dann willst du immer on the safe side of life sein. Ja? Und das ist aus meiner Sicht wirklich der Elefant im Raum. Wir verlassen oftmals solche Diskussionen hier, lassen diesen Elefant im Raum, sprechen ihn nicht an. Ich glaube, da müssen wir wirklich in die Richtung gehen, dass wir diesen Datenaustausch, von dem wir reden, erstmal regulativ zulassen. Wir haben internationale Netzbetreiber, die sich nicht mal gegenseitig am Telefon über Verspätungen informieren. Wir reden hier von Artificial Intelligence. Ich glaube, das Fundament fängt ein Stück weit unter an oder weiter unten drunter an. Und da muss einfach auch der Innovation jetzt mal dieser Freiraum gegeben werden. Weil ich glaube, die Ideen sind da, die Leader sind da. Und ich glaube, wir müssen einfach diesen Freiraum kreieren. Und ich kann nur das Plädoyer von vorhin wiederholen. Wir müssen als Branche mal aufstehen und müssen sagen, wir können 2.0 und wir können im Übrigen auch 3.0. Lasst uns doch einfach mal. Lassen wir jetzt mal so nachhallen und nehmen mal den einen oder anderen aus unserem Stream mit dazu. Vielleicht bekommen wir hier über Slido Fragen eingespielt. Die sind dann immer etwas länger. LLM gibt es ja nun schon eine ganze Weile. Wer von euch hat denn schon ein LLM produktiv bei sich im Bereich im Einsatz und wie habt ihr Legal überzeugt? Ich glaube, da hatten wir ja Siemens vorhin schon, die jetzt ChatGPT einsetzen als Large Language Model. Irgendjemand noch ein anderes am Start? Dann nehmen wir mal das nächste. Welche AI-Projekte werden bei DB und Siemens in den nächsten Jahren für die Schienenbranche kurzfristig sichtbar? Sichtbar für wen? Also, Für uns alle. Also ich glaube, ein Großteil aller AI-Produkte, die wir nutzen werden, sind für die Reisenden nicht sichtbar, weil sie eben eher hinten passieren. Sie werden sichtbar für unsere Mitarbeiter in der Wartung, sie werden sichtbar in unserer Bilanz hoffentlich, weil es einen vernünftigen Return of Investment ergibt. Sie werden sichtbar, indem wir Verspätungsminuten sozusagen einsparen und so weiter und so fort. Aber dass du jetzt direkt und unmittelbar, ja möglicherweise irgendwann im Navigator, wenn du da irgendwie sowas hast, aber das sind, ich sag mal so, die Dinge, die wirklich was bewirken, finden hinten dran statt. Deswegen wirst du sie nicht so ohne weiteres sehen. Ist übrigens auch ganz lustig, wenn man baut dann immer Systeme, die man schön fotografieren kann, damit irgendjemand damit in der Presse erscheint. Die machen aber in der Regel nicht das wirklich Sinnvolle. Die wirklich sinnvollen Dinge sind einfach nie sichtbar. Deswegen musst du diese anderen Sachen bauen. Aber so ist es. So, und wer macht das dann? Ist AI-Management oder Fachabteilungsthema? Beides. Also das, ich wüsste jetzt auch. Das eine wird ohne das andere nicht funktionieren. Ja, genau. Also wenn das Management nicht versteht, welche Visionen, welche Chancen bei dem Thema Artificial Intelligence existieren, wird auch die Fachabteilung tendenziell eher mit Low Speed die Themen umsetzen. Also das ist ähnlich der Digitalisierung. Es ist ja auch nur eine weitere Stufe der Digitalisierung. Das ist eben nicht das Thema von dem einen oder der einen, ja, sondern es ist tatsächlich eine Entwicklung in Unternehmen, die flächendeckend alle Bereiche des Unternehmens erfasst und umsetzt und natürlich durch Unternehmen zum Mehrwert des Kunden angewendet werden muss. Und insofern muss das Management ein Interesse haben, solche Technologien zu fördern. Siemens ist da das perfekte Beispiel, wo das tatsächlich top-down auch vorgelebt wird, diese Dinge weiter zu produzieren, aber eben zum Mehrwert des Kunden. Aber es funktioniert eben auch nur, wenn die Firma selber das Thema durchdrungen hat. Ja? Ganz viel über Digitalisierung, über AI etc. philosophieren. Wenn das Unternehmen selber nicht diesen Technologiestandard erfüllt, wird es nicht in der Lage sein, diesen Technologiestandard an Kunden weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber es funktioniert nur, wenn alle am gleichen Strang ziehen und alle das verstehen. Dann nehmen wir noch die letzte Frage gleich mit rein. Wer soll die Standardisierung pushen, wenn nicht die Politik? Also hier Forderung wieder, die Politik muss
die ist gefordert und muss eingreifen. Also ich, da komme ich jetzt mal wieder ins Spiel und sage, ich würde mir wünschen, dass der Sektor von sich aus dort eigenständig Regeln aufstellt. Immer wenn die Politik gefragt wird, dauert es, weil alle die Politik fragen, irgendwie lange und wird kompliziert. Weil machen wir uns nichts vor, Politiker sind auch nicht die Digitalisierungs- und Asset Intelligence und Artificial Intelligence Spezialisten. Also dann sollte man schon das Thema im Kreis derer lassen, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, dann wird es schneller und dann wird es auch klarer, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ich glaube, das hat auch viel mit Leadership zu tun wiederum, dass von oben letztendlich da eine Bereitschaft besteht, in so einen Dialog mit Konkurrenten oder anderen Ökosystemteilnehmern zu gehen. Und das wiederum, glaube ich, hat viel damit zu tun, inwiefern denn die oben überhaupt verstehen, was diese Daten denn können. Was ich aus der Automobilbranche kenne, ist, dass gerade OEMs auf Datenpools sitzen, ja, Gold oder wie auch immer, aber gar nicht wissen, was sie damit genau machen wollen. Beziehungsweise die vermuten, da ist unglaubliches Monetarisierungspotenzial, aber sie wissen nicht wie. Ja? Und weil sie es nicht wissen, warten sie noch ein bisschen für den Fall, dass es ihnen einfällt. Und ich glaube, Manager, die mit Daten umgehen und verstehen, was sie daran haben und welche von den Daten sie lieber nicht scheren sollten, teilen sollten und welche unbedingt notwendigerweise geteilt werden müssen, damit das gesamte System besser funktioniert, das sind auch die Leute, die dann sozusagen ohne die Hilfe oder den Druck der Politik genau solche Dialoge initiieren. Ich glaube, was wir häufig vergessen, ist, dass also eines der erfolgreichsten Tech-Projekte überhaupt in Europa haben wir immer nicht auf dem Zettel. Nämlich, wir sprachen vorhin über 2G, ja, irgendwann vor zig Jahren wollte Motorola und ich glaube AT&T uns einen neuen Mobilfunkstandard verkaufen und in Europa haben wir gesagt, so, nö, wir machen unseren eigenen 3G. So, was haben wir gemacht? Wir haben eine vergleichsweise simple Regulierung und einen Standard geschaffen und vor allen Dingen, was passiert ist, wir haben einen Markt geschaffen. Heute funkt die gesamte Welt von China über Europa bis USA nach einem Standard, der in Europa geschaffen worden ist. Und die Folgestandards, die darauf entstanden sind, sind auch in Europa geschaffen worden. Und ja, Nokia gibt es heute so in der Art nicht mehr so groß, wie es mal war. Nichtsdestotrotz, wir haben diese Basis gelegt und waren damit extrem erfolgreich. Das heißt, die richtige Mischung aus Regulierung und Deregulierung, wenn es zu viel ist, und einem Markt schaffen. Und das heißt übrigens natürlich auch, dass Firmen wie wir oder Siemens eben hingehen muss und sagen, okay, wir kaufen eben die Dinge, die auch in Europa entstehen. Dann entsteht da hier auch ein Markt und dann geht es auch vorwärts. Ich bin übrigens nicht 100% deiner Meinung. Ich glaube, da kommt es auf die Mischung eben an. Und dann wird das schon was. Das hat immer funktioniert und das würde auch wieder funktionieren. Und dann würde der ganze Rest der Welt wieder mal gucken, was Europa Tolles gemacht hat und würde das auch übernehmen, so wie sie es schon ein paar Mal getan haben. Wir nehmen die Fragen, die jetzt hier noch sind auf Slido, die nehmen wir noch mit und beantworten die dann auch im Nachgang. Denn ich würde jetzt ganz gerne zur Schlussrunde kommen und von jedem von euch mal einen kleinen Zukunftsblick haben, wie also die Bahnindustrie in 10, 15 Jahren aussieht. Also der Idealfall oder der Negativfall und es bleibt alles, wie es ist. Also fangt einfach mal an, Steffen. Also sozusagen der Überschrift des heutigen Talks folgend, ja, glaube ich, dass wir in 10, 15 Jahren tatsächlich komplett auf Condition-Based Maintenance umgestellt haben in den operativen Systemen. Wir werden eine digitale Flottensteuerung haben, die im Hintergrund automatisiert Ersatzteile organisieren kann, Zuweisungen zu Werkstätten durchführen kann. All das, was sozusagen heute schon auf der Datenbasis dessen, was uns die operativen Systeme liefern, möglich ist, wird dann umgesetzt sein. Ich glaube, dass es gar nicht so lange dauert. Anders als bei anderen Themen, das geht jetzt schon sehr schnell und da sind auch schon flächendeckend erste Anwendungen im Einsatz. Also da bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass das uns helfen wird, die Schiene effizienter zu gestalten. Ich befinde mich jetzt erst seit 3 Jahren im Bahnbereich, habe da noch keinen so einen großen Erfahrungsschatz, um jetzt 10 Jahre in die Zukunft zu blicken, aber ich bin total bei Steffen und würde sagen, wenn er in den nächsten Jahren dann den Vorstandsposten bei Siemens innehat, freue ich mich auf den regelmäßigen Datenaustausch und sehe tatsächlich auch eher positiv in die Zukunft und denke schon, dass wir das umgesetzt bekommen. Ja. Meine Stimme hast du. Die nächste Einladung wirst du ablehnen wahrscheinlich, es ist zu viel dann. Also ich kann mich auch nur anschließen, wir sind in diesen Projekten ja auch involviert, wie der Steffen da auch beschrieben hat, dieses Thema
in 10 Jahren einer vollen Automatisierung der Zuführung der ganzen Schadwagengeschichte. Das wird's geben. Die Instandhaltung wird sicher ganz stark automatisiert sein. Wir haben ein großes Thema nicht angesprochen, was ich eigentlich auch als Zukunftschance der Europäer sehe und der europäischen Branche sehe, ist, dass wir das Bahnwissen, das wir hier haben, und wir haben hier mit den Staatsbahnen im Dachraum eigentlich Kompetenz ohne Ende, die man wahrscheinlich weltweit nirgends anders in der Dichte hat. Dieses Know-how, da sind wir bei dem Thema Angst vor AI, dieses Know-how gehört eigentlich gehoben, diese Leute gehören quasi dazu animiert, auch diese Technologien anzunehmen und das zu unterstützen, dass es Tools dann gibt, die halt auch durch das Know-how dann intelligenter werden können, weil auch diese Tools, die es heute gibt, die werden ja nicht von selbst schlauer, die brauchen jemanden, der das Know-how der Branche hat, um die Dinge überhaupt optimieren zu können. Diese Leute gehören gehoben, dieses Wissen gehört gehoben, und das, glaube ich, dass das die Chance der Europäer und auch von uns hier ist. Wir müssen die Leute nur quasi transformieren. Wie sieht die Bahn in 10 Jahren aus, die Deutsche Bahn? Pünktlich? Das ist ein dummer Witz, der musste sein wahrscheinlich. Du, das ist alles okay. Ich bin erst seit einem halben Jahr bei der Bahn. Also insofern, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, natürlich kann ich Fahrgäste verstehen. Ich bin selber regelmäßig Fahrgast, die dann verärgert sind. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe allergrößten Respekt vor unseren Kollegen, die in den Werken, in den Zügen jeden Tag ihren Job machen. Und ja, die würden sich wahrscheinlich auch wünschen, dass manche Sachen schon moderner sind oder dass sie Informationen schneller bekommen oder hin oder her. Das Leben ist kein Ponyschlecken. Ich glaube, das wird besser. Ich persönlich hoffe und ich habe das Gefühl, die Bahn ist auch auf diesem Weg, eben nicht dieses Entweder-Oder zu haben, sondern Dinge zusammenzubringen. Sachen, die vielleicht vermeintlich widersprüchlich sind, zu vereinen. Eben zum Beispiel künstliche Intelligenz und natürliche Weisheit. Ja, oder Nachhaltigkeit und Innovation. Das geht beides gleichzeitig. Das müssen wir hinkriegen. Gerade wir als Bahn, und ich glaube, das werden wir auch schaffen. Wie sieht die Straße aus in 10 Jahren? Alles autonom? Autonom weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wesentlich intelligenter und wesentlich gemanagter aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil ich glaube, unser Planet es auch erfordert, dass halt tatsächlich nicht nur auf Kosteneffizienz, sondern eben auch auf CO2-Effizienz bzw. auf Nachhaltigkeitseffizienz reguliert wird, ja, und insofern wird man um künstliche Intelligenz nicht umhinkommen. Aber zweitens, und das bezieht sich im Zweifel auch auf die Bahn, ich glaube, dass der technische Fortschritt in den nächsten Jahren so schnell vorangehen wird, dass sich auch die Bahn dem nicht entziehen kann. Also ich glaube, es ist was, ne, ich meine im Sinne von, also ne, wenn Thorsten da ist, sowieso nicht, aber generell glaube ich, werden so viele Sachen, die wir uns jetzt nur annähernd vorstellen können, in kürzerer Zeit Standard sein, als wir das heute glauben. Ja? Und wahrscheinlich werden andere Länder schneller sein als wir. Ja, und die Bahn in Japan und so weiter schleift in 3-4 Jahren komplett künstlich intelligent gemanagt sein. Aber dann werden wir sehr, sehr bald nachfolgen, da bin ich mir sicher. Ja, ihr wisst ja, die Technologie wird kurzfristig immer überschätzt, langfristig unterschätzt. Das ist ja da an der Stelle immer der schöne Satz. Insofern danke ich euch für die Diskussion. Ich danke euch fürs Mitmachen. Und ich danke natürlich auch allen an den Monitoren zum Mitmachen. Ich danke fürs Mitmachen. Und die Fragen werden beantwortet, das wollte ich euch noch sagen. Also heute mit Rekordbeteiligung. Hier fährt jetzt schon der Notarzt vorbei. So spannend war das Ganze offensichtlich. Also wir werden jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Und beim nächsten Mal sehen wir dich vielleicht auch in Berlin. Also erstmal danke fürs Zuschauen. Danke euch auch und noch einen schönen Abend. So, vielen, vielen Dank. Es war eine sehr, sehr spannende Diskussion mit vielen Inspirationen und spannenden Themen. Also ich persönlich bin jetzt schon neugierig in 5 Jahren, wenn wir uns das Thema wieder angucken, wie weit wir dann gekommen sind. Und dann treffen wir uns wahrscheinlich spätestens wieder hier. An alle Panelisten erstmal super vielen Dank für den Input und dass ihr auch die Zeit genommen habt und hier wart. Ich versuche jetzt mal so abzuarbeiten, was wir immer noch am Ende des Meetings vorhaben. Wir haben natürlich ein paar Geschenke, die wir erstmal herholen. Larissa kommt auch mal wieder nach vorne zu uns, dass wir noch mal ein bisschen jetzt abrunden. Weihnachten.
eingepackt. Ich freue mich, dass wir in dieser Branche immer früh dran sind. Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank an alle Partner. Das ist erstmal noch jetzt der erste Applaus von heute Abend. Wir haben... Das sieht man auch nochmal. Wir haben eine Ankündigung für euren Kalender, der 29.11. Den bitte vormerken, da kommen wir wieder zusammen zum nächsten RailTalks-Format, wenn ich richtig informiert bin. Genau, 29.11. Wir waren natürlich wieder kreativ, was den Titel betrifft. Die Leute, die jetzt schon ein paar Mal dabei waren. Du hast es dir gemerkt, das heißt, du darfst es auch sagen. Ich habe mir nur den Tinder-Teil gemacht. Ich weiß nicht, wer schon alles ausprobiert hat, das ist bei mir schon ein bisschen länger her, aber es funktioniert, glaube ich, noch ganz gut, wenn man sich im Freundeskreis umhört. Und ich glaube, da können wir uns viel abgucken, um digitale Talente bei uns auch im Sektor ein bisschen zu fördern. Danke, dass du da warst.